Und herzlich willkommen zu Folge 106. Ja, beim letzten Mal haben wir uns dahin besträubt, die Ender-Pheromatic-Pumpe herzustellen. Und da würde ich jetzt auch gleich in die Hölle reingehen. Dafür brauche ich aber vorher noch Leitungen. Leitungen habe ich keine mehr. Oh. Ich meine, die hatte doch noch irgendwelche hingetan. Hier nicht. Da nicht. Irgendwo waren noch Leitungen, die ich aber nicht verbraucht habe. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Jetzt mal gerade schauen. Und geht immer in die Sucherei nochmal los. Hätte ich vorher suchen sollen. Nö. 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 Vielleicht habe ich es hier drin, ne? Nö. Also ich hatte auf jeden Fall noch ein paar. Das weiß ich. Ah, wo ich die reingeschmissen habe, keine Ahnung. Da können wir jetzt wieder die Tode zu suchen. Da waren auch noch Sticks. Habe ich den reingetan? Beziehungsweise, wo habe ich die denn verbraucht? Eigentlich habe ich doch keine verbraucht. Meines Wissens nach. Das war eigentlich ganz friedlich, was ich hier angestellt habe. Oder ganz hinten? Nö. Wo sind die ollen Dinger? Warte mal, wir können ja hier unten, glaube ich, eingeben. Whetstone. Und dann müssen wir. Genau. Jetzt können wir das schneller suchen. Ja, Whetstone blinkt jetzt natürlich auch auf. Das ist natürlich klar, Whetstone. Nö. 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 Ich bin auch hundertprozentig sicher, dass ich noch ein paar hatte. Wo habe ich die denn hingetan? Oder habe ich die da hinten reingetan, in diese Kiste, wenn die da noch steht? Och, Menno. Ja, da müssen wir uns, wie gesagt, noch was überlegen. Da muss ich noch ein paar Bäume abkloppen, aber das mit überlegen wird entweder unterirdische Bahn laufen oder hier oben irdisch noch eine weitere Zugstrecke. Ja, da ist noch eine Kiste, da stehen noch Kisten, super. Habe ich da noch was drin? Da sind sie doch. Die wollte ich doch haben. Dankeschön. 55 Stück, da brauchen wir glaube ich nicht so viele. Aber die nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Ich weiß jetzt nicht, wo das Ding hinführt, aber wir gehen wieder so zurück. Ist einfach. Das haben wir. Jetzt brauchen wir noch irgendwie, ja, irgendwie Stein oder so. Weil Obsidian wollte ich nicht dafür verwenden. Dann nehmen wir hier Cobblestone oder sowas. Das ist, glaube ich, vom Material billig. Billig hoch 3. So. Dann müssen wir uns nämlich so ein kleines Gebäude bauen. Damit uns keiner stört da unten. Und dies kann hier rein. Braucht kein Mensch mehr gerade. Das Gold kann weg. Harnglas kann weg. Ja. Und der Rest sollte sich dann gleich ergeben in der Hölle. Dann machen wir das mal schnell, damit die zumindest anläuft und wir unseren Lavatank auffüllen können. Wird natürlich gleich wieder eine Runde laggen, wie immer. Na komm schon. Lad. Flupp. Nein, Minecraft ist nicht abgestürzt, oder? Ist nicht. Hatte ich nämlich schon mal, dass Minecraft abgestürzt ist, als ich da reingegangen bin. Aber es läuft hier angenehm flüssig noch. Ich lasse jetzt mal gerade die Monster aus, damit ich ein bisschen in Ruhe bauen kann. Das sollte hoffentlich keinen von euch stören. Möchte ich hoffen. Denn ich bin nicht so der, ja, klatscht die ganzen Monster hier durch die Gegend. Nein. Und da ist ein neuer Sausen, den habe ich letztens auch erst entdeckt. Warte mal, habe ich alles aus? Ja. So, ich wollte die irgendwo hier hinsetzen. Das habe ich mir so fast schon ausgekoren. Hier ist nämlich noch Nähtasch. Quarz, den nehmen wir gleich mit. So. Ich muss eine kleine Stufe nach unten bauen. Und das reicht eigentlich so. Gehen wir nämlich noch weiter nach innen. Schön gesneakt hier bleiben. Ich habe nämlich keinen Bock gleich zu sterben. Na komm schon. Aber wir müssen noch ein paar Blöcke nach hinten gehen. Dann gehen wir noch so 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Reicht das? Aber oh, das reicht eigentlich. Das reicht.
So, jetzt wollte ich wie gesagt hier noch einen kleinen Raum drum bauen. Das heißt, wir machen den ungefähr noch hier so dran. Soll jetzt nichts Großes werden, nur damit halt, wenn Gas oder sowas irgendwas rumschwirrt, hier wir unsere Ruhe drin haben. So, das reicht, denke ich, schon hier. Hier noch auf Ecke, zack, zack. Dann hier noch einmal. Jupp, 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 jupp. Und so, und dann machen wir hier ein Dach drüber. Na, so wollte ich doch haben. Das jetzt nicht unbedingt. Aber zumindest so, dass es hier gut aussieht. Müssen wir sowieso später umsetzen, wenn halt der ganze See weg ist. Dann müssen wir halt einen neuen See suchen. Bis die Hölle eigentlich voller Lava weg ist. Aber soweit ich weiß nicht, ob wir so viel Lava noch hier raus verbrauchen, weil später werde ich ja die ganzen Bienen dafür verwenden, die mir dann Lava herstellen. Dann brauche ich nicht mehr diese Lava-Tanks. So, machen wir jetzt hier noch zu. Irgendwas habe ich hier ins Mistig gebaut, ist auch eigentlich voll Furz. Dann haben wir wenigstens eine Mitte. Und machen das hier noch eben zu. Klick, 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 klick zum Glück hier. Oh nein, das nicht. So. Dann nehme ich auch gleich zu. Hier brauchen wir jetzt keine Fenster oder so, da machen wir gleich Fackeln rein, dann ist auch hier Ruhe drin. Gut, wenn hier ein paar Pigmente da sind, das sollte mich nicht stören, nur das, was mich stört, sind Gas oder so. So, hier lassen wir vielleicht eine Reihe ein paar offen hier so. Hier können wir dann zumachen. So, nein. Ah, das können wir gleich verkloppen. So, hier kommt dann eine Treppe. Hier ist dann auch noch Hochgang. Hier ist Hochgang. Gut. Dann würde ich sagen, so. So, 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 so. So. Das könnte nämlich Form annehmen. Und dann müssen wir noch einen höher. Noch einen höher müssen wir noch. Mit zumindest hier Schutz vorne ist. Damit ich sagen wir mal hier so. So. Ja. Dann nehmen wir unsere Glücksspitzhacke und hier kloppen noch das bisschen weg hier. So, wo die Lava sich gleich ausbreitet, dann würde ich sagen, wir machen vorsichtig, aber hier noch ein Block weg, falls die Lava jetzt hier runterfließt oder so. Durch Blockaktualisierung. Kann ja durchaus passieren. Aber wir bekommen sehr viel Erfahrungspunkte, muss ich sagen. Das ist geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch die Glücksspitzhacke sowieso allgemein ist, aber ist schon geil, dadurch ein bisschen Erfahrungspunkte wieder anzuhäufen. Was sind da noch mehr? Geil. Geil. Jupp, das reicht aber. So, machen wir ungefähr hier noch ein bisschen was hin. Das muss ja hier, dann können wir hier reinschlupfen und dann können wir auch hier zumachen. Na komm schon, na komm schon. Dann machen wir doch vielleicht ein paar Fenster rein, so. Damit wir zu beobachten können, wie es zumindest draußen läuft. Hier kann er weg, da kann er weg. Und hier. Obwohl hier ist unbedingt eigentlich nicht so zwei weg. Hier können auch zwei weg. Und dann passt das schon. Hier noch einen weg. Zack. Und hier noch einen. Ja, yep. Und dann müssen wir jetzt hier das weghauen, das weghauen, das weghauen. Dann brauchen wir da. Das brauchen wir eher, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und die Liquid Pipes. Und die Kettensäge brauchen wir nicht. Den Endertank brauchen wir ja. So, dann würde ich sagen, hier den Endertank. Hier die Pumpe. Hier die Stromversorgung, das heißt Stromversorgung darüber, über das. Dann tun wir die mal hier hin. Ne, warte mal, das muss ich jetzt muss ich das koordinieren. Ich würde ja sagen, das so dran. Die so dran. So dran.
mache dann hier vorne zu. Aus dem Grund, dann läuft das nur über diese Strecke und läuft nicht hier rein. Dann ist der nicht im Nachteil. Dann bekommt der Output. Ich weiß es nicht, machen wir jetzt erstmal auf 3. Input können wir aus Maximal setzen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Jetzt sitzt er hier viel zu nah dran. Müssen wir das mal abreißen. Ah, komm schon. Machen wir das mal eben so. Ich muss hier mindestens eine Leitung hier dran haben. Dann muss ich mindestens so und so. Oder passt das jetzt? Oder kann ich den hier hinsetzen? Doch, das passt doch. Okay. Dann kommen die jetzt doch hier dran. So und so. Und dann kommen die Pipes hier dran. Ah, er arbeitet schon. Jetzt müssen wir uns beeilen. So. Aber den mal weg. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel pumpen die denn. 4 Minecraft-Schuhe. Das heißt 8. Dann machen wir mal 7. Dann füllt er sich nur leicht auf, aber verbraucht auch Energie. Das ist schon mal gut. Da können wir auch mal sagen, machen wir 6. Dann lädt er sich so leicht auf, so ganz eben leicht aufgeladen. Das ist super. Jetzt läuft hier was rein. Ist das jetzt so richtig? Oder ist das so richtig? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich ist es andersrum richtig. Wir müssen nämlich gleich jetzt bei uns vorne schauen. So, jetzt pumpt er hier Lava ab. Ich weiß jetzt nicht, wo genau der die Lava wegholt. An welcher Stelle gerade. Da müssen wir gleich mal schauen. Jetzt holt dann Inge an der Stelle Lava weg. Ah, hier vorne. Seht ihr das? Da setzt jetzt Stein hin. Stein oder Cobblestone? Das ist immer so unterschiedlich. Manchmal setzt er Cobblestone hin, manchmal setzt er Stein hin. Nein, er setzt aber Stein hin. Und dann haben wir später hier im Verlauf eine ganze große Steinfläche, wo wir dann einfach was drauf bauen können oder so. Das ist immer eine geile Sache. Ja, jetzt holt er hier Lava weg. Holen tut er sie auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir Lava bei uns in der Hölle bekommen. Ach, in der Hölle sag ich schon. In unserer Welt. Natürlich leckt das jetzt. Ein, zwei FPS fehlen immer. Dann baut er wieder kurz auf. Ja, das können wir jetzt eigentlich in Ruhe lassen. Energie hat er genug. Der füllt jetzt so, wie gesagt, langsam mal auf. Dem reichen, glaube ich, auch 6. Wenn wir da noch 5 drauf zimmern, dann können wir mit einem Minecraft-Schuh noch eine zweite Zelle aufladen, sagen wir so. Weil ihr müsst ja berechnen, dass es, wie gesagt, auffüllt und nicht wieder konstant immer leer ist. Dann wieder einen kurzen Moment aufgefüllt, dann wieder leer ist. Da muss wirklich eine gute Energieversorgung bestehen bleiben. Oh, warte mal. Oh ja, das nehmen wir mit. Können wir alles mitnehmen. Können wir alles gebrauchen. Dankeschön. So, und jetzt haben die sogar einen Chunkloader. Das heißt, er füllt jetzt einfach ganz gemütlich meinen Tank in Oberwelt auf. Und so wollte ich das auch haben. Da brauche ich diese Pumpe nicht. Die werde ich dann halt, wie gesagt, für Öl verwenden. Und wie ich schon sehe, ist die Folge gleich zu Ende. Aber wir gucken mal eben, ob er jetzt Lava reinpumpt. So. Komm schon. Machst du es oder machst du es nicht? Schauen wir mal eben hier. Blub. Da. Da hat er auf jeden Fall, da können wir auch von oben gucken, wie weit er denn hier wirklich ist. Er pumpt Lava rein, das heißt, wir können gleich mit Lava Energie erzeugen. Also aber erstmal ein bisschen auffüllen, dass es wenigstens funktioniert. Also der läuft mit 2 Pumpen in der Hölle. Das heißt, wir können erstmal mit ein, zwei Pumpen arbeiten hier, dass wir zumindest 8 Minecraft-Schuhe aufladen können. Weil der lädt ja, wie gesagt, auch hier nebenbei alles auf. Ja. Damit wir zumindest die Baumfarm starten können oder irgendwas anderes starten können, damit wir an Energie kommen. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Flash oder B und tschüssen.